Okay, dieses Level kotzt mich schon ein bisschen an. Aber gut. Ich krieg das schon noch irgendwie hin. Und da hoch komme ich jetzt wieder nicht mehr. Das Einzige, was mir hier Probleme bereitet, sind diese Schluchten und diese Plattformen, die einfach anfangen, sich zu bewegen. Ansonsten geht das Level ja noch. Wenn ich mal auf diese Plattform springen würde. Mensch. Das gibt's doch nicht. So, jetzt reiß ich mal zusammen, die JKA. Okay, ich warte jetzt mal ganz ruhig auf diese Plattform. Ich gehe das jetzt langsam und behutsam. Ach. Ich krieg das nicht hin, auf diese Plattform da zu kommen. Ich glaube, ich lasse es lieber. Aber irgendwie muss ich ja nach oben kommen. Weil schließlich will ich das richtige Ziel erreichen. Wenn das ein Attrappenziel war, das da vorhin. Wo nur die Waschbären rauskamen. Ich meine, das Level habe ich ja geschafft, aber... Ich bin nicht weitergekommen. Das ist das Miese. Okay, Plattform, bitte kommen. Danke. Wow, nein. Ich weiß schon, warum ich diese Plattform hasse. Nein, ich wollte nicht Start drücken. Mit Start würde man natürlich wieder pausieren, wie das so üblich ist bei den ganzen Spielen. Okay, einmal warten. So, okay. Bis nach unten geht die und... Ah, Mensch, ich... Dieses Ding hier stört und ich kann das, glaube ich, nicht kaputt hauen. So, jetzt aber rüber. Wunderbar. So, auf diese Plattform, da warte ich mal. Gut. Ich schaffe es. Hoffentlich. Oh, diese Plattform bewegt sich noch zusätzlich. Okay, hier muss ich runter. Ah, scheiß auf den Hasen. Der war jetzt Gott sei Dank nicht das größere Problem. Ah, das Problem wird jetzt sein, auf diese Plattform da zu kommen. Obwohl, es geht eigentlich. Ah, mehr diese Plattform da drüben. Die sich mal wieder dreht. Gut, scheiß auf den Hasen, da unten, der ist unwichtig. Und ich hab's geschafft. Ich hab das richtige Ziel, hoffentlich. Wenn es jetzt weitergeht, wie viel Geld kriege ich denn noch? Okay, danke. Olle, wir sind beim Schloss. Okay. Wir sind beim Freizeitpark dieses Spiels, glaube ich. Scheißkerle. Ihr klaut mir mein Geld, ey. Okay, auf dem Freizeitpark muss ich aufpassen. Hier wird mir Geld geklaut. Aber auf diesem Freizeitpark bin ich beim... Sparkster? Hier gibt's Sparkster! Wie geil ist das denn? Hier gibt's Sparkster als Easter Egg. Sparkster, bekannt aus der Rocket Knight Adventures Reihe, welche... ja, fürs Mega Drive und Super Nintendo erschien. Ach, Mistkerl. Mittlerweile gibt's auch eine Neuauflage für PlayStation Network und Xbox Live Arcade, aber dass hier Sparkster ist, das ist geil. Diesen Freizeitpark habe ich wirklich bei meinem ersten Durchlauf noch nicht gesehen, weil ich diesen Geheimweg nicht gefunden habe. Da wäre jetzt irgendwas für 80 Rios. Irgendein Minispiel mache ich jetzt. Nein! Okay, dieses Minispiel habe ich schlecht in Erinnerung. Wir dürfen Memory spielen. Und ich spiele das gegen einen... wie soll ich sagen? Wolfskopf? Okay, ich muss mir natürlich merken, was ich hier aufblättere. Jei, die hatte ich gar nicht. Scheiße. Episomaru da. So, gut. Ein Punkt. Goemon. Scheiße, er hat auch einen. Ja, ey, scheiße. Sasuke. Wiseman. Goemon Impact. So, danke für den Punkt. Ey, was ich... Ja, doch, habe ich. Maginesu. Da ist er. Gut. Sasuke? Nein, da war Yae. Da ist Yae. Jai. Gut, nur noch zwei. Wiseman. Nein. So, komm. Ja, ich hab gewonnen. Olle, ich hab den alten Mann besiegt. Oh Gott. Und ich kriege... eine Menge Rios. Also das Spiel hat sich gelohnt. Aber nochmal werde ich es nicht spielen. Damit habe ich schon mal sehr, sehr schlechte Erfahrungen in dem Let's Play gemacht. Wenn ihr das Let's Play von mir anschaut, das war nicht im Freizeitpark, das habe ich woanders gespielt, das Spiel. Hier war Sparkster. Nee, hä? Hier ist ein alter Mann. Okay, du lässt mir kein Spiel. Gibt's ja auch irgendwie wieder so ein Gradius-Spiel zu spielen? Ach, verdammte. Wie beim ersten Teil. Ich hasse diese Diebe. Das wäre auf jeden Fall schon genial. Ach, hier war Sparkster.
Ich will wieder Gradius spielen. Oder... Okay, hier ist wieder der alte Typ. Nein, ich will das nicht. Ich habe keine Lust auf Memory. Ich würde mal sagen, ich gehe hier nach oben. Wow. Aber ich sehe den Freizeitpark dieses Spiels, ist schon mal toll. Oh, eine Wahrsagerin. 50 Rios. Ah nein, ich brauche keine Wahrsagung. Ich vermute mal, es ist eine Wahrsagerin. Aber Prophezeiung brauche ich in diesem Spiel nicht. Ach, hier ist wieder so eine Reisestelle. Bestimmt kann ich da das Logbuch führen. Und hier haben wir Simon Belmont. Ich wette mal, das soll Simon Belmont darstellen. Ich werde hier diesen Freizeitpark mal komplett abklappern. Vielleicht finde ich ja noch mehr solche Easter Egg Charaktere. Das ist ja mal geil. Okay, was haben wir hier? Ein Laden oder sowas? 150 Rios? Ich sag mal ja. Bestimmt ist das wieder ein Minispiel, oder? Irgendwas mit 100. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ich verstehe leider nicht, was du von mir willst. Wahrscheinlich hat er mir das Spiel gerade erklärt. Okay, wie funktioniert das? Also, B springen, Y laufen. Okay, ich muss also laufen. Ah, und ich muss diese Tatzen einsammeln. Gut. Ah, und ich darf nicht in die Löcher fallen. Na gut. Und da oben steht auch noch meine Zeit, die ich habe. Ah, ja. Sasuke. Scheiße. Okay, das ist ein bisschen mies. So. Okay, Zeit habe ich. Ich glaube, ich muss versuchen, hier 100 Tatzen zu kriegen in diesem Spiel. Allerdings das zu schaffen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber ich finde die Perspektive in diesem Spiel, in diesem Minispiel richtig geil. Dass man hier wirklich so wie bei Mario Kart, wie bei Super Mario Kart im Prinzip fahren kann, dass man hier nur laufen kann. Ich muss halt immer Y drücken, um halt anfangen zu laufen. Wie gesagt, mit B war springen. Und halt mit den Steuerkreuz links rechts lenke ich Sasuke. Meine Zeit, ich muss mich beeilen. So, komm. Das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit gewonnen. Gut, sehr gut. Weil ich habe ja nicht ewig Zeit. Zeit ist kostbar in diesem Minispiel. Wow! Okay. So, wunderbar. Es erinnert mich aber ein bisschen mehr stark so an F-Zero für Super Nintendo. Toll, ich bin im Ziel. Na klasse. Na komm, ich brauche noch ein paar Tatzen. Ich krieg wahrscheinlich keine 100 mehr. Egal. So, komm. Gibt's noch Zeit? Ja. Okay. Nochmal so ein Fußabdruck. Na toll. 12 Stück. Ja, die Zeit ist abgelaufen gleich. Na, ich schaff's nicht mehr. Egal. 89 Stück habe ich. Ah, schade. Krieg ich trotzdem irgendwas? 89 mal... Okay, ich krieg 267 Rios. Wie viel habe ich nochmal bezahlt fürs Spiel? Egal, ich habe wahrscheinlich ein bisschen Gewinn gemacht. Immerhin. So, was haben wir hier noch für Spiele? Ah, hier haben wir ein Hotel, brauche ich nicht. Oh Mann. Dieser Freizeitpark kommt mir ein bisschen größer vor als im Mystical Ninja 1. Und, hier haben wir wieder einen Monitor. Kann man hier wieder Gradius spielen? Komm, sag mir, dass man Gradius spielen kann. Dann bin ich zufrieden. Ein Spiel, 100 Rios. Ja. Und wir spielen? Konami Presents. Xexex. Ist das ein Spiel, was von Konami entwickelt wurde? Also Y, B und A kann ich benutzen. Xexex sagt mir gar nichts. Na gut, probieren wir es mal. Ah, das ist so wie Gradius. Okay, wir spielen einen Side-Scroller-Shooter. A la Gradius. Es ist zwar nicht Gradius, aber es ist so ähnlich wie Gradius. Und wenn ich mir dieses Level so angucke, muss ich an Parodius 3 denken. Weil dort war so ein Abschnitt, der so ähnlich aussah. Irgendwie. Für diejenigen, die mein Parodius 3, also Goku Yu Parodius Let's Play gesehen haben, den werden dafür bestimmt auch einige Erinnerungen wach. Das sieht sehr stark danach aus. Ich will einen Powerschuss machen. Einmal Turbo Man ist Game Over. Na toll. Nee, nochmal spiele ich nicht. Dafür ist mir das zu teuer.
Trotzdem danke, dass ich es mal spielen konnte und mal sehen konnte. Oh, hey. Und alte Dame, yay, danke fürs Geld. Ich finde das schon genial, dass die Leute hier so großzügig sind und ein Geld schenken. Also zumindest die Damen. Ach, schade, das war's schon. War es das echt schon oder gibt's hier noch was zu bestaunen? Ich war noch nicht ganz rechts. Hier war ich, glaube ich, schon drin. Ja, hier war der Typ mit dem Memory-Spiel. Aber es ist echt ein toller Freizeitpark. Und hier oben? Na, hier war das. Vor allem genial, dass man hier sogar Sparkstar und Simon Belmont trifft. Das ist das Geilste, wenn ich ehrlich sein soll.